unglaublich, was diese Entfernung ausmacht. Jedes Mal. Wenn die einfach nur lange Laufwege haben, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bin zur Stelle! Die Truppen der Ratte greifen an! In Bewegung! Mein Bogen ist euer! Ein weiter Weg! Oh, verdammt. Jetzt habe ich natürlich immer noch nicht genug Leute. Mein Herr? Bis jetzt habe ich natürlich keinen verloren gehabt, obwohl das jetzt doch dann ziemlich danach aussieht, als würde es gleich so sein. Nee, so. Verdammt. Ah, komm schon. Vielleicht ist das Seil ja noch schnell genug, um aus dem Tor rauszukommen. Eure Befehle? Bin zur Stelle! Wow. Jetzt wird's langsam knapp. Oh. Ich kann's im Kampf reparieren. Ist ja fast schon lächerlich. Wow, aber ich habe Verluste, das ist sehr... Man rückt dem Lord zu Leibe! Ärgerlich. Der Feind ist bezwungen. Es ist sehr ärgerlich. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Oh, ein bisschen haben wir noch. Aber jetzt können wir ja eigentlich alles drauf verwenden. Bin zur Stelle! Ob ich noch einen Bodenmacher holen soll? Genug Holz haben wir ja. Wir benötigen Gold. Oh. Natürlich. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ein bisschen hoch, diese Steuer. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Extra-Rationen. Ah, das wird schon funktionieren so. Da bleibt die Meinung auch noch in Ordnung. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Ah, jammer doch nicht. So, jetzt haben wir wieder 100. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Aber es bleibt jetzt 0 auf 0, deswegen funktioniert das ganz gut. Okay, dann... noch einen Bogenmacher dahingesetzt. Bin zur Stelle! Unschön. Ja! Ein weiter Weg! Unschön, dass wir so viele Leute verloren haben. Jetzt gucken wir nochmal auf die Zeit. Oh. Zeitanzeige ist wahrscheinlich nicht. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Das freut einen doch. Das ist wahrscheinlich nicht dynamisch. Ja. Das bedeutet, wenn sie statisch ist, dass beim nächsten Angriff diese Zeitanzeige steigen wird. Naja. Bin zur Stelle! Bogenschützen bereit! Rücken aus! Na komm schon, ihr Bogenbauer. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Bei so viel Holz können wir noch mal. Eine zweite Mühle dahinstellen. Und sowieso noch ein paar Bäckereien bauen. Produktion ja eh ein bisschen schleppend ist. Dann kommt auf jeden Fall das Getreide weg. Wir kriegen mehr Mehl. Oder die Anzahl der Produktionsbetriebe an Getreide gleich bleibt. Ist
sollte das Ganze hinhauen. Mein Bogen ist euer. Okay, ja. Eine Botschaft der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püs wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Nein, sie ist dynamisch. Ein bisschen Zeit bleibt noch. Ja, nur ein wenig. Das macht mir leicht Sorgen. Bin zur Stelle. Mein Herr, in Bewegung. Ja, ich habe noch nicht besonders viele Truppen. Vielleicht hätte ich noch einen Bogenbauer. Die Truppen der Ratte sollen. Greifen an. Sire. Ihr solltet euch bewegen. Eure Befehle? Rücken aus. Nein, 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 nein. Sind auf dem Weg. Alle hoch. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Eieiei. Das könnte durchaus Bogenschützen bereit. Ende nehmen. Könnte durchaus ein schlechtes Ende nehmen. Ja, ich hätte definitiv mehr Bogenbauer benötigt, aber gerade funktioniert es noch soweit. Und sie sind ja noch nicht mal zum Angriff übergegangen, die Jungs hier. Die stehen ja noch. Oh, ich glaube mal, das sind irgendwelche Ritter. Oh. Ist das diese Belagerungseinheit da oben? Ich kann es gar nicht erkennen. Oh. Sogar ein Zelt. Ob das so gut ausgeht. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Uiuiuiui. Schade, weil hier kriege ich keine Infos. Mein Herr, sind auf dem Weg. Nein. Eure Befehle? In Bewegung. Alle darauf, kommt schon. Oh, da sind auch noch. Ja, Bogenschützen. Oh, da hinten ist die Belagerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss das Ganze doch nochmal machen. Unglaublich. Die denn hin? Ich will es am besten. Ja. Oh, da auch noch. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das gibt definitiv Ärger. Oh, die laufen bestimmt. Ah, nee. Wollten sie nur gucken, wo es da lang geht oder wie? Natürlich praktisch für uns. Hier hinten haben wir noch so eine bescheuerte Belagerungseinheit. Okay, ich kann jetzt eh nichts mehr ändern. Dann machen wir das mal hier. Eine Geschwindigkeit, die man auch nutzen kann. Aber es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man sich das mal genauer anguckt. Bis auf, dass das Sire jetzt natürlich gerade einen Abgang gemacht hat. So, Sire. Bin zur Stelle. Ihr zwei hier. Ja. Und ihr auch. Das ist leider nicht möglich. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So, wollen wir doch mal sehen, ob wir die mein Herr? Doch dazu kriegen können. Das ist leider nicht möglich.
Eure Befehle? Nur wegen der Entfernung. Visiere an! Nein, Sire, du greifst da an. Das kriegen die jungen Bogenschützen hier schon alleine hin. Ganz verrückt bei diesen ganzen Perspektiven hier. Oh. Bin zur Stelle. Man rückt dem Lord zu Leibe. Ja. Ziel angepeilt. Die Burg hat standgehalten. Heißt das, ich habe gewonnen? Eine Botschaft der Ratte. Ah! Meine stumpfhaften Puppen haben einfach meinen Plan nicht verstanden. Aber hey, immerhin gewonnen. Sieg! Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, 75% seiner Truppen zu verlieren, aber... gut, manchmal... Das Glück ist auf eurer Seite. Ihr habt den Angriff überstanden und noch dazu die Herrschaft über eine andere Grafschaft erlangt. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, erreicht euch eine Botschaft, die euch zurückbeordert. Ihr seid sicher, dass den Lords euer Fortschritt zusagen wird. Wir haben eine Provinz... Okay... Wo geht's denn da lang? Wieso? Unlogisch. Ich wäre jetzt erst nach oben gegangen. Obwohl, dann hat man natürlich mehr Feinde. Okay, naja gut. Zweiter Akt. Das Königreich erhebt sich. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein, aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. In der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Woolsack die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Longarm drein wie begossene Pudel. De Pys ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle! Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Okay. Lord Woolsack wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meinen besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. Das klingt auch gut. Errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs de Pys. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Klingt logisch. Also, Defense bauen und notfalls persönlich der Ratte den Kopf abschlagen. Ne? Herzog de Pys wünscht ein Treffen mit euch. Es ist eine Falle! Sir Longarm hatte recht! Eine Falle! Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzogs de Pys vor.
setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Das bin ich gerade am Überlegen. Ich werde jetzt erstmal speichern. Ja. Und speichern. Dann geht es in der nächsten Folge weiter, weil ich muss jetzt erstmal hier wieder ein bisschen sortieren. Deswegen, bis zur nächsten Folge.